Ich habe hier schon seit geraumer Zeit so einen Brushless-Motorsteller liegen, den ich mal vor einiger Zeit, letztes Jahr schon mal aus Fernost bestellt habe. Man sieht das Teil, heißt hier 60 Ampere Brushless Angle Grinder Control Board. Letzten Endes lässt das also darauf schließen, dass diese Dinger sind, die in Werkzeugen verwendet werden, also in Akkuwerkzeugen. Und ja, wer sowas schon mal zerlegt hat, das ist auch so, ne? Das ist so ein Alu-Druckguss-Keks-Unterteil und da ist eingegossen in so einer Vergussmasse so ein Brushless BLDC-Motorsteller, der letzten Endes so ein paar lustige Funktionen bietet und erschreckend günstig ist. Und deswegen wollte ich mir das mal angucken, weil ich auch tatsächlich eine Anwendung habe für die Dinger. Es hat sich mal wieder so ein bisschen verschoben, durchliegen lassen, aber jetzt kommt es doch mal dazu und ich wollte euch in einem ersten Teil erstmal dieses Ding selbst vorstellen, weil ich das schon ganz interessant finde für die eine oder andere Anwendung. Man guckt hier mal auf die Seite des Vertrauens, ne? Also es ist wirklich brutal günstig, ne? Also es sind nicht mal 5 Euro, wie ich angedeutet hatte. Das ist aktuell sogar noch ein bisschen günstiger. 4,38 Euro stehen jetzt hier. Die Preise ändern sich ja täglich immer mal ein bisschen. Dafür kriegt man so ein Ding. Fairerweise muss man auch sagen, in der Beschreibung steht dann 48 Ampere Stromlimit und nicht 60 Ampere wie hier oben in der Beschreibung. Aber ansonsten im Großen und Ganzen kommt das hin. Also die Abmessungen, die hier stehen, die passen auf einen Millimeter. Ich habe das mal nachgemessen und auch sonst ist das das. Ich packe euch den Link mal unten in die Beschreibung. Das Ding, was wir uns jetzt hier mal angucken wollen. Dazu gucken wir doch als erstes erstmal etwas genauer auf das Teil an sich. Ne? Was bekommen wir? Was erwartet einen? Wie sieht es aus? Sieht man hier, ich hatte es gerade schon erwähnt, das ist so ein Alu-Druckguss-Gehäuse-Keks unten drunter, wo das alles drin ist. Diese zwei etwas dünneren blauen Leitungen hier, da kommt ein Taster dran, beziehungsweise ein Schalter, womit man denn sein Gerät einschalten möchte. Da gibt es auch nicht so ein Fahrtenregler-Ding, was irgendwie eine Drehzahl regelt. Hier muss man einfach nur eine Brücke setzen zwischen diesen beiden Leitungen und dann läuft das Ding los. Hier rot und schwarz, man vermutet es, kommt der Akku dran. Haben wir hier noch zwei Kondensatoren, die etwas rausgucken aus dem Ganzen und dann diese drei Laschen hier. Das sind 6,3 mm Flachsteckeranschlüsse. Da kommen entsprechend die drei Phasen raus für den Motor, den man da anschließen möchte. Hier unten haben wir noch so ein kleines LED- und Tasterfeld. Da gucken wir mal etwas aus der Nähe drauf. Wir haben hier einmal drei LEDs übereinander und hier drei LEDs nebeneinander. Und da an der Seite ist noch so ein Taster. Funktion kommen wir im Laufe des Videos noch zu. Und hier sieht man das nochmal ein bisschen Vergussmasse nochmal nachgeplempert. Im Großen und Ganzen etwas Abzüge in der B-Note, aber ansonsten passt das schon. Das heißt also, das Ganze kann man auch mal ein bisschen unter kondensierenden Verhältnissen einsetzen. Es kondensiert dann zwar logischerweise auch an den Anschlusslaschen, aber die Elektronik selbst ist so weit vergossen, dass da halt werkzeugtypisch im Einsatz draußen nichts passiert. Schon mal was anderes als so eine offene Platine von einem Modellbau. Bürstenmotorregler oder Brushless-Motorregler. Hier nochmal von der Rückseite geguckt, sind so ein paar angedeutete Kühlrippen drauf. Was die jetzt bringen, sei mal fraglich. Auf jeden Fall ist es vom Design her so gelöst. Hier unten sehen wir noch so ein Herstellerlogo drauf, womit ich persönlich jetzt nicht so viel anfangen kann. Und hier unten haben wir noch einen Datecode, 26.05.2023. Ja, also das Ding war tatsächlich damals relativ neu, wo ich mir dazugelegt hatte. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her ungefähr. Also das war damals nur so 2, 3 Monate alt. Und es hat ja auch schon einen Monat gebraucht, bis es hier war. Dementsprechend also frische Ware, kann man sagen. Diese beiden Löcher, die wir hier noch sehen, da ist tatsächlich Gewinde drin, und zwar ein M2-Gewinde, ne? Also wer über M2-Schrauben verfügt, der kann das Teil tatsächlich an diesen beiden Löchern auch noch festschrauben in einem Gehäuse. Ansonsten macht man halt einfach einen Kabelbinder drum, dann geht das ja auch. Ja, und dann gibt es ja noch so ein kleines Datenblatt, nenne ich es mal freundlicherweise, was uns noch so entgegengebracht wird in der Beschreibung. Naja, Betriebsspannungsbereich 14 bis 25 Volt. Das Ganze ist typischerweise gedacht für einen 5S-Akku, also der typische 18 Volt Akku, den man so im Werkzeugbereich findet. Der passt da dran. Dann haben wir noch verschiedene Werbung einer Under-Voltage Protection. Und entsprechend, das probieren wir gleich alles mal aus. Dann haben wir noch einen Strom angegeben. Das ist das, was ich vorhin sagte. Die 60 Ampere in der Werbung oben, die passen nicht ganz, wenn hier unten schon 48 stehen. Ich probiere es jetzt in diesem Fall noch nicht aus, weil ich habe noch keine Umgebung, die es mir erlaubt, irgendwas anzuschließen, was entsprechenden Strom zieht, dass man mal gucken kann, was hier passiert. Ebenso die Temperatursicherung. Also da habe ich jetzt auch noch nicht mal das Ganze mal so warm werden lassen, um zu gucken, ob da denn was passiert. Das ist auch was, was dann später vielleicht nochmal interessant wird, wenn es wirklich im Gerät eingebaut ist und arbeiten muss. Da kommen wir jetzt aber noch nicht zu. Was auch noch interessant ist hier unten, Operating Speed gibt es 3 Stufen, also man kann eine Geschwindigkeit einstellen, weil man hat ja über diese beiden blauen Litzen hier nur einen Taster. Also man schließt und das Ding läuft los.
Und man kann dann aber zusätzlich noch hier drei Geschwindigkeiten einstellen, die dann erreicht werden. Finde ich auch ganz interessant. Weil man hat ja manchmal eine Anwendung, wo man gar nicht unbedingt irgendwie präzise genau so einen stufenlosen Knopf irgendwie halten kann, sondern möchte einfach nur einschalten und dann soll einfach eine bestimmte Drehzahl gehalten werden. Das geht dann hiermit auch. Das ist erstmal so ein grober Überblick. Und da wollen wir uns doch jetzt mal angucken, wie das dann in der Praxis aussieht. Habe ich mir also erstmal einen Testaufbau gemacht, habe hier mal drei Litzen angelötet, die entsprechend zu einem Motor gehen. Das ist ein etwas größerer Außenläufer hier aus dem Modellbaubereich, wie man sieht. Der hat 300 Umdrehungen pro Minute pro Volt. Diese interessante KV-Angabe, die bei diesen Motoren immer zu finden ist. Der ist hier aber mal auf dem Blech geschraubt und das ist mit einer Schraubzwinge am Tisch fest, dass einem das Ganze nicht gleich auf Wanderschaft geht, wenn man es einschaltet. Der läuft jetzt hier nur im Leerlauf. Das ist einfach nur mal zur Visualisierung, was der Regler denn macht, beziehungsweise der Motorsteller hier. Hier habe ich mir nochmal einen Taster angelötet, dass das ein bisschen bequemer zu betätigen ist. Und ansonsten hängt das Ganze hier am Akkulabornetzteil, dass wir gleich mal ein bisschen mit der Spannung hoch und runter gehen können und gucken können, wie sich auch die Grenzen verhalten des Betriebsspannungsbereiches, der angegeben ist. Jetzt aber erstmal einfach mal Knopf gedrückt und mal sehen, das Ganze läuft los. Wir haben eine Leerlaufstromaufnahme, die natürlich auch vom Motor abhängt. Wir hören auch, wir haben eine schöne Rampe. Also der knallt nicht direkt voll rein, sondern läuft zärtlich los und hält dann wieder an. Dementsprechend wird auch schon ein bisschen was hier visualisiert und daraus ergibt sich dann auch schon, was das Ganze bedeutet. Wir haben nämlich hier an der Seite diese drei hochkant übereinander liegenden LEDs, zeigen den Akkustand an. Das heißt also, wir haben so eine typische, wie man es auch von manchen Werkzeugen kennt, von Bosch zum Beispiel, so eine 3-LED-Anzeige, die über den Akkufüllstand informiert. Dann haben wir hier diese waagerecht liegenden drei LEDs, das ist einfach nur eine Statusanzeige. Die zeigt dann noch Verschiedenes an, je nachdem, wenn Fehler auftreten oder ähnliches. Und diesen Knopf, den wir hier schon gesehen haben, diesen Taster, der ist für diese Drehzahleinstellung, für diese drei Stufen, kommen wir dann auch später noch zu. Hier das Ganze nochmal etwas aus in der Nähe gesehen. Wir zeigen jetzt hier also 2 von 3 bei 18 Volt eingestellt und diese Statusleuchten leuchten alle drei. Sieht man das hier auch nochmal. Die sind ja mäßig, also die blenden jetzt nicht so sehr, wie es hier auf dem Bild jetzt den Anschein macht. Die sind aber schon recht hell. Man muss dann gucken, wie man das konstruktiv löst. Wenn man da irgendwelche Lichtleiterstäbe drauf macht, dann kann man das auch bei Tageslicht auf jeden Fall noch erkennen. So, dann wollen wir doch jetzt erstmal die Betriebsspannung mal runterdrehen. Ich habe jetzt hier so mal 15 Volt rausgefunden. Das ist so die Grenze, bei der denn diese Unterspannungsabschaltung zuschlägt. Also man hört es jetzt, der Motor läuft kurz an und dann zeigt aber auch leer an und entsprechend über einen Blinkcode hier an den Status-LEDs, da passt was nicht. Da ist mir der Akku zu leer. Das ist entsprechend jetzt bei diesen drei LEDs sind dann alle aus. Alle aus heißt dann halt wirklich, also die letzte blinkt. Das ist dann noch so der letzte Status, dass die letzte LED blinkt, die leere. Und wenn dann alle aus sind, dann ist das Anzeichen dafür, okay, der ist dann wirklich leer. Das sind jetzt hier 15 Volt anstatt 14, wie es in der Beschreibung steht. Ja, das ist jetzt so eine Frage. Natürlich hat man auch einen gewissen Spannungsabfall über die Leitungen und letzten Endes, wo die Schaltung dann misst. Vielleicht reicht da auch schon irgendwie ein kleiner Spannungseinbruch beim Motor einschalten, dass dann eine entsprechende Unterspannung erkannt wird. Auf jeden Fall habe ich es jetzt realistisch nicht hingekriegt, das Ganze mit 14 Volt noch zu betreiben. Also ich habe jetzt 15 Volt als untere Grenze hier erkannt. Gehen wir also mal nach oben auf die 25 Volt beziehungsweise ein kleines Stück drüber und gucken mal, wie das da aussieht. Und wir sehen auch, also es werden direkt drei LEDs angezeigt. Akku ist zwar voll, aber es gibt denn hier einen Blinkcode. Es blinkt jetzt zweimal, vorhin hat es dreimal geblinkt und zeigt jetzt an entsprechend, okay, der ist leer. Da ruckt er auch nur kurz an, der Motor, wenn man Glück hat. Manchmal läuft er auch gar nicht an und geht dann direkt in diesen Fehlermodus hier rein und dreht sich dann auch nicht mehr. Und man sieht hier auch noch diese Elkos, die verbaut sind. Das ist ja das Einzige, was man erkennen kann von außerhalb, sind 35 Volt-Typen. Das heißt also, es ist durchaus mit einer gewissen Großzügigkeit designt, das Ganze. Das kann man denen jetzt auch nicht vorwerfen. Aus dem Hintergrund gesprochen, weil es gibt Elektrolytkondensatoren in einer Klasse mit 25 Volt. Und wenn sie jetzt wirklich den letzten Cent hätten raussparen wollen, hätten sie ja sagen können, okay, wir geben für unser Gerät bis 25 Volt an, also bauen wir nur 25 Volt Kondensatoren ein. Ich habe tatsächlich schon Geräte gehabt, wo die Kondensatoren bis auf ihren aufgedruckten Nennspannungsbereich aufgeladen wurden. Das ist ein bisschen risikoreich, ich würde das nicht empfehlen und es ist ja auch insofern alles gut, weil sie haben es hier auch nicht gemacht. Wie es jetzt mit den Transistoren selber aussieht und dem mutmaßlichen Linearregler, der den Controller versorgt, was alles noch hier drin ist, in dieser vergossenen Pampe, das können wir jetzt nicht sehen, aber ich würde auch mal sagen, dass da tatsächlich vielleicht auch noch ein bisschen Luft gelassen wurde, wenn sie es hier bei den Elkos schon gemacht haben. Jedenfalls läuft es bei 24,9 Volt alles ohne Probleme und ich habe da auch nichts festgestellt. Aber bei den 25, die angegeben sind, ist dann auch wirklich Schluss. Dementsprechend ergibt sich dieser Betriebsspannungsbereich, den wir jetzt hier sehen. Also für ein
5S-Akku, den typischen 18-Volt-Werkzeug-Akku, ist das trotzdem in Ordnung, weil man kann sich das ja mal kurz durchteilen. Wenn wir 15 Volt als untere Grenze haben, beim 5S-Akku sind das 3 Volt pro Zelle. Das ist eine Spannung, da sollte man das Ding eigentlich eh wieder aufladen. Also noch bei 3 Volt und weniger da noch irgendwie versuchen, Kapazität rauszukriegen, da kommt nicht mehr viel und es ist der Lebensdauer des Akkus auch nicht zuträglich. Also das ist völlig in Ordnung, dass das Ding bei 15 Volt schon abschaltet. Da kann man durchaus auch schon mal sagen, hier lad mal den Akku wieder auf, das passt schon. Und was auch schön ist mit den 25 Volt, ich kann auch noch einen 6S-Akku, wie ich sehr gerne bei meinen Eigenbaugeräten verwenden, weil ich lade die meistens nur bis 4 Volt, manchmal bis 4,1 Volt. Und bei einem 6S-Akku mit 4,1 Volt sind wir entsprechend bei 24,6 Volt. Passt also noch in diesen 25 Volt-Bereich und ich kann das dementsprechend auch mit einem 6S-Akku betreiben. Das ist das, was mir jetzt wichtig war an der Stelle. Gucken wir uns als nächstes also mal das Feature an mit dem Operating Speed hier, mit den drei Stufen, die man da einstellen kann und wie sich das dann letzten Endes in der Praxis ergibt. Man sieht ja also erstmal, wenn ich hier mit dem Taster, wo man eigentlich den Motor startet, das Ganze kurz aktiviere, dann kann ich mit dem anderen Taster, der hier drauf ist, auf diesem Controllerboard drei Stufen durchschalten, wie man das hier an den LEDs erkennt. Ich habe jetzt mal die Stufe 1 eingeschaltet und ich habe das mal ausprobiert. Es ist tatsächlich so, wenn man jetzt den Akku absteckt, oder beziehungsweise wenn man das Ding spannungslos macht und danach wieder Spannung einschaltet, dieser Zustand wird gespeichert. Also der legt tatsächlich im EEPROM dann einen Wert ab intern und speichert diese Einstellung, die letzte. Also wenn man den jetzt hier auf 1 stehen hat und man steckt dann den ab und wieder an, dann bleibt der auch tatsächlich auf 1. Das muss man also nicht jedes Mal wieder neu einstellen, wenn man das einmal eingestellt hat für irgendwas. Hier nochmal kurz, wie es sich verhält. Wir hören mal im Hintergrund den Motorsound. Und jetzt das Ganze hier entsprechend auch noch kurz mit dem Taster dann einschaltet. Kann man hier die drei Stufen durchschalten mit dem Taster da unten. Und entsprechend dazu ändert sich dann auch die Motordrehzahl. Ja, man sieht hier noch wieder die 2 von 3, das ist entsprechend für die Akkuspannung und die Statusanzeige hier unten, die zeigt jetzt entsprechend diese eine von den drei möglichen Stufen an, die man an Motordrehzahl ausgewählt hat. Das heißt also, diese ganze Geschichte geschieht über diesen zweiten Taster, der hier direkt drauf ist. Konstruktiv ist das jetzt ein bisschen ein Thema, muss man sich überlegen, wie man das lösen möchte, weil man sieht ja auch hier, wir haben hier vorne die Kondensatoren, die hier ein bisschen rausstehen und wir haben hier diese Anschlusslaschen für den Motor, die ein bisschen rausstehen und hier hinten relativ flach drauf hat man dann diesen Taster und diese LEDs. Wenn man jetzt also irgendwie ein Gehäuse konstruiert oder das in irgendein Gehäuse einbaut, muss man halt gucken, wie man das konstruktiv löst. Entsprechend hat man hier irgendwelche Lichtleiterstäbe, die das Ganze noch ein bisschen anheben und hier so ein Tastenstößel, der das Ganze auch etwas anhebt oder aber man muss entsprechend hier irgendwo eine Kante vorsehen, ne? Also dass man hier irgendwo noch ein Gehäuse hat, wo dann diese ganze Anschlussseite drin ist und hier unten ist dann eine Fläche, dass man hier direkt auf der Ebene ist. Das muss man sich dann überlegen. Na klar, mit diesem Taster hier, der angeschlossen wird, wo man dann entsprechend einschaltet, den kann man natürlich überall hinlegen, über diese blauen Anschlusslitzen. Hier ist es aber nicht so, da muss man dann gucken, dass man entsprechend da direkt drankommt, wenn man da was sehen möchte. Dann gibt es noch ein Feature, das tatsächlich nicht in diesem Datenblatt drin steht und ich auch sonst nirgendwo gefunden habe in der Beschreibung. Und zwar ist es eine Drehzahlbegrenzung. Ich meine, irgendwo ist das logisch und natürlich, dass es in dieser Schaltung irgendwo eine Begrenzung gibt, weil die Transistoren können natürlich nicht unendlich schnell schalten, beziehungsweise unendlich oft schalten bei unendlicher Geschwindigkeit. Das hat natürlich alles irgendwo eine Grenze physikalisch gesehen, weil die Schaltverluste irgendwann so groß werden, dass sich das Ding überhitzt, beziehungsweise weil die irgendwann gar nicht mehr schaffen, durchzusteuern. Dementsprechend muss es da natürlich irgendwo eine Grenze geben, aber es gibt tatsächlich auch da eine harte Grenze, also wo das Ding dann wirklich abschaltet und einen Fehler schmeißt. Das habe ich auch selber nur durch Zufall festgestellt, weil ich mal nämlich einen Motor angebaut habe, der ein bisschen kleiner ist und ein bisschen höhere Drehzahl erreicht und dann ist mir das aufgefallen, dass das Ding irgendwann plötzlich einfach stehen bleibt und einen Fehler wirft. Und das habe ich dann nur damit eruieren können, dass die Drehzahl dann zu hoch ist und das kommt auch am Ende hin. Deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Ich habe mir mal ein Smiley draufgeklebt, ihr ahnt es schon, weil jetzt kommt nämlich das Stroboskop zum Einsatz, dass wir die Drehzahl hier erkennen können letzten Endes. So habe ich jetzt hier mal eingestellt, das sind jetzt ungefähr 16.800 Umdrehungen, sowas in der Richtung, da steht die Glocke halbwegs still. Das Ganze schwingt ein bisschen, deswegen rotiert er jetzt noch etwas. Und wir sehen aber bei der Drehzahl, da läuft er noch. Das sind jetzt knapp über 15 Volt hier. Und jetzt gehe ich mal etwas hoch mit der Spannung, jetzt stellen wir einfach mal auf 16 Volt. Und dann sehen wir, wenn ich dann den Taster drücke, dann läuft er noch kurz an und bleibt dann aber wieder stehen. Das heißt also, er dreht sich bis zu seiner kritischen Drehzahl und dann hält er wieder an und schreicht entsprechend mit einem Fehler aus. Dieser Fehler wird auch angezeigt. Wir können das Ganze nochmal hier sehen. Wenn ich da drauf drücke, dann sehen wir hier, wir haben ja auch wieder einen Blinkcode. Es blinkt jetzt hier dreimal die unterste Akku-LED, weil entsprechend niedrige Spannung eingestellt ist und alle dreimal blinkt dann auch einmal, blitzt einmal die Status-LEDs hier.
Dementsprechend gibt es dafür auch halt einen Fehler, wenn der dann stehen geblieben ist. Ja, und wenn man jetzt hier sieht, das sind diese 16.740, was ich jetzt hier eingestellt habe, knapp 280 Hertz, 16.800 Umdrehungen. Das ist natürlich die Geschwindigkeit der Motorglocke. Und dieser Motorsteller hier, der weiß natürlich nicht, wie schnell sich die Motorglocke dreht. Der weiß ja nur, was er für eine Drehfeldgeschwindigkeit ausgibt. Dementsprechend muss man sich das jetzt noch ein bisschen überlegen, weil das hängt natürlich vom Motor ab, welche Maximaldrehzahl ich da jetzt mit erreichen kann. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, den Motor, den ich angebaut habe, der hat hier 14 Magnete. Das heißt, er hat entsprechend 7 Polpaare. Also es liegen sich hier jeweils mal 7 Magneten gegenüber. Dementsprechend kommt das zu 7 Polpaaren. Und darüber kann man sich dann die Drehfeld, also die Frequenz des Drehfeldes letzten Endes elektrischerseits, was der Controller ausgibt, kann man sich dann hier ausrechnen. Und da kommen wir jetzt hier bei der Drehzahl, die wir hier gesehen haben, auf ein Drehfeld Frequenz von 117.600 Umdrehungen. Das Ganze wird also irgendwo bei 120.000 Umdrehungen ungefähr limitiert sein. Das ist so eine, ja, schon recht gut auf jeden Fall, aber das ist dann doch ein recht typischer Wert, sage ich mal. Da sind so viele Brushless-Controller, die so in die Richtung kommen, der günstigeren Bauart, sage ich mal. Und das gilt jetzt entsprechend für einen zweipoligen Motor. Wenn ich jetzt also hier ein Polpaar nur hätte, also zwei Magnetpole, dann könnte ich ja entsprechend diese Drehzahl nativ erreichen. Also ich hätte ja keine magnetische Untersetzung mehr durch die mehreren Polpaare. Dementsprechend könnte ich jetzt hier mit diesem Motorsteller natürlich auch einen Motor anschließen, der eine deutlich höhere Drehzahl erreicht. Jetzt also so ein Impellergebläse, was irgendwie einen zweipoligen Motor hat, das kann ich damit auch schon ordentlich betreiben. Wenn ich da 80 oder 100.000 Umdrehungen brauche, dann kriege ich sie damit auch hin. Ich muss halt nur gucken, dass ich entsprechend dann nur einen zweipoligen Motor habe hier und nicht einen höherpoligen, so wie ich jetzt habe. Und dann erreiche ich damit auch eine höhere Drehzahl. Ist das auch kein Problem. Ja, Fazit. Ist es geeignet? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, für den Preis kriegt man was Gutes. Betriebsspannungsbereich haben wir jetzt mit 15 bis 25 Volt festgelegt. Bei dem, was ich hatte, war es natürlich nicht, wie da die Toleranzen sind. Ne? Ich habe jetzt hier mir nur eins angeguckt von zwei, die ich bestellt habe. Ja, aber so im Großen und Ganzen sollte sich das bewegen. Dementsprechend würde ich sagen, 5S und 6S Akkus kann man damit benutzen. Läuft auf jeden Fall. Damals nettes Gimmick, diese drei Geschwindigkeitsstufen per zusätzlichem Taster, an denen man von draußen drankommen muss, wenn man sein Gerät gebaut hat, ist dann aber vielleicht ganz hilfreich. Wenn man sich jetzt mal wieder diese Angle Grinder, also den Winkelschleifer vorstellt, wofür es gedacht ist, klar, man hat eine Fächerscheibe drauf und man möchte ein bisschen weniger Drehzahl haben, ist eine schöne Sache, kann man dafür auf jeden Fall verwenden. Wusste ich jetzt auch noch nicht, mir ist jetzt kein Gerät bekannt, was so eine Funktion bietet, jetzt fertig, also, ne, aber es scheint offenbar Geräte zu geben, die das haben, sonst gäbe es ja nicht diese Schaltungen dafür. Dann haben wir eine Maximaldrehzahl beim zweipoligen Motor von 120.000 Umdrehungen. Ich denke mal, das setzt auch kein Limit. Da kann man auch schon alles Mögliche mit veranstalten. Haben die dreistufige LED-Akkuanzeige, wie wir sie auch von verschiedenen Geräten von bekannten Herstellern kennen. Dann haben wir eine Statusanzeige dreistellig, die nochmal ein bisschen was anzeigt. Ja, das ist auch nochmal ein nettes Zusatzgimmick. Kenne ich jetzt so sonst auch nicht von anderen Herstellern. Kriegt man hier aber auf jeden Fall auch nochmal mit dazu, wenn man sich das nach draußen führen möchte. Und dann haben wir noch das, was ich nicht getestet habe, einen Überstrom- und einen Übertemperaturschutz. Das gucken wir uns dann vielleicht noch an, wenn ich ein Gerät draus gebaut habe. Soweit für jetzt habe ich aber nur erstmal geguckt, ob es denn grundsätzlich überhaupt für meine Anwendung geeignet ist. Und das ist auf jeden Fall erstmal mit dem Jahr geendet, das ganze Thema. Dementsprechend baue ich jetzt mal ein bisschen was. Und dann sehen wir uns mit dem Ding hier wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.